So, meine Damen und Herren, da können wir noch mal drüber reden. Das ist wunderbar, dieses Beispiel der Kulturfreundlichkeit im Grunde genommen. Also keine Berührungsängste erlebt man dort in den Emiraten gegenüber den fremden Kulturen. Ist das typisch für die arabische Welt? Ich denke, es ist auch typisch für die arabische Welt. Und hier beim Beispiel der Golfregion kommt noch hinzu, dass man also einen unheimlichen Drive entwickelt hat, auch einfach alle Bereiche abzudecken der Entwicklung. Also es ist wirklich nicht nur wirtschaftlich, sondern auch die Kultur spielt einen entscheidenden Beitrag in den strategischen Plänen auch dazu. Ist ja so ein bisschen die Kritik auch an Dubai, dass da bauliche Infrastruktur geschaffen wurde, aber Kulturinfrastruktur weniger. Das ist in der Tat die Kritik gewesen, ein Stück weit auch berechtigt. Das kam aber dann sehr spät und dann auch sehr kommerzialisiert. Aber ich denke, da ist auch die Erkenntnis gewachsen bei den Machthabern, dass das eine ganz, ganz wichtige Sache ist. Ne? Das Beispiel, was wir gerade gesehen haben, war natürlich nicht Doha, das haben Zuschauer auch gemerkt, sondern es war Abu Dhabi. Nehmen wir mal die Region insgesamt. Die schaut natürlich jetzt nicht nur auf die Kulturen, die sie sich reinholen, auch auf die Wissenschaft und die Wissenschaftler, sondern sie wollen natürlich auch weiterhin, dass man dort investiert. Was ist denn der Grund, warum man auch weiterhin in die Emirate investieren sollte? Naja, weil sie vor allem, was die Infrastruktur betrifft, wirklich beispiellos in der Region sind. Ne? Also das heißt, auch nach der Krise werden sie in Dubai, Abu Dhabi, an diesen Standorten auch ihre regionalen Geschäfte am besten abwickeln können, weil Flugverbindungen und dergleichen, aber auch die Infrastruktur innerhalb der Emirate einfach sehr gut sind. Ne? Das heißt, sie können auch andere Märkte wie Saudi-Arabien und Katar, Bahrain, Oman auch sehr, sehr gut bedienen aus Dubai. Sind Sie im Grunde genommen dort Infrastrukturweltmeister, wenn man es mal genau nimmt? Nehmen wir nun mal die Fluglinie, nehmen wir den Hafen und alles, was man dort baut? Wenn das alles mal fertig ist, dann sieht das natürlich hervorragend aus. Aber ich denke, auch das, was jetzt fertig ist, die Dubai Metro ist im September fertig geworden. Und, Großflughafen wird gebaut. Der nächste Dubai. Großflughafen wird in Jebel Ali gebaut und der wird auch kommen. Und ich denke, das ist schon einiges, worauf man auch eine Zukunft aufbauen kann. Man darf jetzt nicht kurzfristig diese Entwicklung sehen, die bedenklich ist und vor allem auch, was die Immobilien betrifft, besorgniserregend. Aber langfristig, denke ich, wird der Standort vor allem aufgrund der guten Infrastruktur und der sehr gut diversifizierten Wirtschaft eine entscheidende Rolle spielen. Vor allem auch, weil man ja nicht nur arabische Märkte bedient. Sie haben ja im Grunde, Dubai will sich ja gemäß seines strategischen Planes als zu einem Zentrum entwickeln für bis zu 2 Milliarden Konsumenten drumherum, also auch in Afrika und in Zentralasien, in Südasien und im Grunde auch Europa. Ne? Und deswegen, also nicht nur aufgrund der geografischen Lage, sondern also der komplette strategische Plan ist ja auf dieses Grand Design, wenn man so will, ausgelegt. Nun gehen wir die Geschichte mal zum Schluss nochmal andersherum an, denn auch die Emiratis legen gerne woanders an, entdecken zum Beispiel in letzter Zeit immer häufiger Deutschland als einen Investitionspunkt, wo man sagen kann, da hat man vielleicht sogar sicherer investiert als woanders, oder sehe ich das falsch? Nein, es gibt auch sehr gute Beispiele dafür. Zum Beispiel hat der Dubaier Regierung gehörende Hotelkette Jumeirah, die unter anderem den Burj Al Arab gebaut hat, wird ein Hotel eröffnen in Frankfurt am Main zum Beispiel. Ja. Das ist das dritte internationale Hotel, haben eins in New York, eins in London, jetzt kommt das in Frankfurt am Main. Es gibt Investitionen, zum Beispiel gab es letztes Jahr eine große Investition in Thüringen, in Photovoltaikanlagen, Windenergie. Also es ist sehr diversifiziert und Deutschland ist da durchaus ein Zielmarkt für Investitionen. Auch ein Zielmarkt für Ideen, die dann nachhaltig sind? Ganz sicher. Also wenn Sie zum Beispiel die Energiestadt, die bei Abu Dhabi gebaut wird, Masdar, anschauen, da sind vor allem auch Deutsche beratend tätig und da ist deutsche Expertise sehr gefragt, aus naheliegenden Gründen, weil natürlich Deutschland auch, was erneuerbare Energien betrifft, natürlich eine Vorreiterrolle spielt. Das heißt, Dubai oder die Emiratis sind ein Umschlagplatz auch für Ideen, die hierzulande vielleicht gar nicht so gesehen und gehört werden? Das denke ich schon. Also gerade so ein großes Projekt wie Masdar City, das wäre wahrscheinlich schwierig gewesen, sowas in Europa zu machen. Aber dort sind die Entscheidungswege natürlich sehr kurz. Dadurch, dass es eine Kommunikation gibt, die im Grunde gesteuert wird, zentral von der Regierung. Und wenn dann ein Projekt als lohnenswert erscheint, dann wird das gemacht. Oder ist es vielleicht auch so, dass der Scheich sagt, so will ich das und so wird es gemacht? Auch, ja. Und dann richten sich die Berater im Grunde nach diesen Visionen auch, die der Scheich hat. Belabes Benkreda, ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie im Studio waren und uns das mal ein bisschen näher gebracht haben. Also wir müssen keine große Sorge haben, dass alles krachen geht, auch wenn die Immobilienblase gerade ein bisschen wackelt in Dubai. Dankeschön, dass Sie im Studio waren. Danke. Meine Damen und Herren, damit gehen wir jetzt in die nächsten Themen des Tages.